No job can hold me down. I'm just an Endstation. Alles aufstehen. Danke. Dankeschön. Herzlich willkommen. Schön. Hallo! Hallo! Gibst du ein, was zu trinken? Ich hab Durst. Wir möchten Bier haben. Und außerdem Coca. Vorschrift für Minderjährige. Wir brauchen keine Coca. Wir sind über 18. Natürlich, Teuerste. Und warum heißt diese Bude dann Teehaus, Teuerste? Als wir aufgemacht haben, war das modern. Und jetzt ist es unmodern. Darum werden wir uns in Zukunft einen hübschen Namen ausdenken, der überhaupt nichts mehr mit dem Lokal zu tun hat. Kluges Kind. Seht ihr das Licht da? Wenn die Polizei kommt, geht es an und aus. Dann haltet euch an der Coca fest und versteckt das Bier. Versteckt die Kellnerin! Danke, liebe Freunde, und vielen Dank, Herbie. Das war Herbie und sein beliebtes Dabei bleiben wir lieber sitzen, Orchester. Trinkt eine Limonade auf meine Rechnung. Und nun, meine hochverehrten Herrschaften, während sich unsere großen Künstler von ihrer schlecht bezahlten Tätigkeit ausruhen, zeigt ihnen das Teehaus mit großem Vergnügen den jungen Mann, dessen ergreifende Volkslieder die Blüte der Jugend in Clipschulen und Universitäten in wahren Taumel versetzt. Ein junger Mensch, der selbstverständlich in Großstädten wie Chicago und San Francisco auftreten könnte, wenn sich dort einer finden würde, der ihn engagiert. Ein junger Mensch, hinter dessen Charme und Liebenswürdigkeit sich der Urinstinkt eines Mau Mau verbirgt. Und hier ist er, liebe Freunde, der König der heißen Rhythmen, Charlie Rogers. Seid ihr zu ihm. Okay, was wollt ihr hören? Wie wär's mit Fuchs, du hast die Gans gestohlen? Wie wär's mit dem Brunnen vor dem Tor? Sing doch mal was Heißes. Mariechen saß auf einem Stein. Und was willst du hören? Ihr seid doch neu hier, hä? Mhm. Schickt eure Boys nach Hause und wir treffen uns später, okay? Hey, nimm die Klappe nicht so voll, Bürschchen. Ich gleich sauer werden, Junge, ich. Das meint er doch nicht ernst. Ich habe nur einen kleinen Scherz gemacht. Los, sing. Ich singe für meine besonderen Freunde, die Herren Studenten. Hail to thee, old ivy league. Poison ivy league. The rah-rah boys are sitting round the tables tonight. The rah-rah boys have lots of plans in view. They're gonna have panty raids and make their own lemonade. They'll live it up just like the big boys do. Boys in Ivy League, boys in that Ivy League, give me an itch, those sons of the rich. Mensch, ist der Kerl blöde. Ich finde, er ist eine Wucht und so sexy. The rah-rah boys will go to bed so early tonight. Before exams, they need a lot of rest. They gotta make good for dad. They gotta make good so bad. They'll even pay someone to take that test. Mensch, ist der ulkig. Schlimmer als eine Grippe-Epidemie. Boys in bed, I believe. How can they flunk? They're so full of bunk. They poison, I believe. Rah-rah boys are being groomed for business someday. For better things to college they were sent. And you can bet they'll be the head of the company as long as dear old dad is president. Boys in Ivy League, boys in that Ivy League. So loaded with cash, they give me a rash. But boys in Ivy League. So let it be told, I won't touch them with a 10-foot pole. That poison I believe. Er ist über die Volksschule nicht rausgekommen. Ganz richtig, Stübchen. Wollen wir uns auf etwa bieten lassen? Hart's ab, wir werden ein paar Takte mit ihm reden. Danke, danke sehr. In 10 Minuten geht's weiter. Mit alte Burschen Herrlichkeit und ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Du solltest sie nicht so provozieren. So,
musst du immer Ärger haben. Gibt's sonst noch was Neues? Charlie, was hast du davon, wenn du immer gleich gerobbt wirst? Wenn du deine Ellbogen nicht gebrauchst, wirst du untergebuttert. Ich hab doch auch keine Eltern mehr, Charlie. Was hat das damit zu tun? Das weißt du sehr gut. Ach, red nicht so viel. Hey, Charlie! Ja? Hast du Feuer, Freundchen? Ja, natürlich, Freundchen. Übrigens, wer es dich interessiert, ich glaube, dass eine Krähe besser singt als du. Ja, und eure Teebude ist ein ganz mieser Laden. Da kann man lieber gleich in den Zoo gehen. Na, sperren sie dich sofort ein. Würdest du das nochmal wiederholen? Wasch dir deine Ohren, ich brauche jetzt dringend frische Luft. Los. George, gib mir das Telefon. Ist das deine Feile? Du hast wohl leichte Schwierigkeiten mit deiner Optik, hä? Das ist ein Motorrad oder wenn schon ein Feuerstuhl. Import aus Japan, hä? Richtig, Import aus Japan. Amerikanische Maschinen sind wohl nicht gut genug für dich. Es könnte, glaube ich, nichts schaden, wenn ihr mal ein Semester Volkswirtschaft auf der Uni belegen würdet. Steig ab, Börschchen. Na komm, komm schon. Nein, nein, Karate kann ich nicht. Feigling, los, komm schon. Charlie, ist dir was passiert? Was war denn los? Lass den Unsinn, du weißt, ich kann mir keinen Ärger mehr leisten. Charlie, verschwinde, die Polizei wird gleich hier. Ja, und diesmal werden sie mir die Bude zumachen. Warum kannst du dich nie beherrschen? Lass ihn doch in Ruhe. Jetzt hab ich es satt, Charlie. Jetzt ist Schluss, du fliegst, du bist fristlos entlassen. Mein Arm ist gebrochen. Los, Rogers, kommen Sie mal mit. Warum? Da lang. Sie können nach Hause gehen. Ja? Ihre Freundin hat die Geldstrafe für Sie bezahlt. Tag, Baby. Danke. Sehen Sie nach, ob alles da ist. Tja. $6, Feuerzeug und mein Talisman. Sie haben ehrliche Leute hier, Sheriff. Ihr Motorrad haben wir auch mitgebracht. Sie können es auf dem Hof in Empfang nehmen. Geben Sie das dem Beamten. Brauchen Sie noch eine Unterschrift? Nein. Nehmen Sie sich von jetzt an zusammen. Sie erwarten zu viel von mir, Sheriff. Das erwarte ich nicht. Ich verlange es. Wir haben dort nämlich immer eine leere Zelle frei. Ihre Gastfreundschaft rührt mich, aber ich glaube, ich werde darauf verzichten können. Guten Tag. Hören Sie bitte. Ja? Sind Sie hier zuständig? Ja, sicher. Ich soll hier mein Motorrad abholen. Da steht es ja. Fahren Sie vorsichtig. Ja, danke. Guter Tipp. Ich werde mich nach einer anderen Stadt umsehen. Es wird das Beste für uns sein. Für uns? Da, wo du arbeitest, finde ich auch was. Das nächste Lokal, in dem ich bekannt bin, ist ziemlich weit weg von hier. Es liegt in Phoenix. Außerdem hat die Maschine nur Platz für einen. Sie hat aber einen zweiten Sitz. Nicht zu machen. Ohne mich würdest du jetzt noch da im Gefängnis sitzen. Ich bin nicht dein Eigentum, nur weil du mich ausgelöst hast. Ich will ja nur in deiner Nähe sein und arbeiten. Ich verlange ja gar nicht, dass du was für mich tust. Ja, aber du meinst Liebe und die gibt's bei mir nicht. Natürlich, du willst nur deine Freiheit. Ich habe dir gesagt, ich bin kein Mann, mit dem man sich... Warum bist du so gemein und schäbig? Na dann alles Gute. Dein Geld bekommst du wieder, wenn ich einen Job habe. Lass mal von dir hören! Du blöder Affe.